hießen jetzt Art Lecture. Und diese ganze Art Lecture, die Dieter und ich zusammen mit der gesamten Musik in einem Montagsgespräch am 18. September hier in München schon gemacht haben, wäre jetzt viel zu lang, um das hier auch nochmal zu machen. Wenn die ganze Art Lecture eine Stunde gedauert und die ganze Musik dann hinterher und die Diskussion. Einige, die hier jetzt sind, waren dabei anwesend und deswegen konnten wir das in dieser Form natürlich hier jetzt nicht wiederholen, weil das Ganze ja viel weniger Zeit jetzt hier ist. Und deswegen möchte ich einfach nur ganz kurz auf diese Art Lecture eingehen, die ja Zufall als Zusammenhang den Titel hat. Und Zufall und Zusammenhang sind eigentlich als Wörter erstmal ein großer Gegensatz. Denn ein Zufall ist eigentlich ein Ereignis, welches man nicht erwartet und insofern eigentlich in keinem Zusammenhang oder Kontext irgendetwas steht. Und ein Zusammenhang ist etwas, wo eigentlich Zufälle nicht erwartet werden. Weil wenn alles zusammenhängt, dann weiß man ja schon, was passiert. Auch hier und so. Und wieder hin. Und deswegen haben wir uns überlegt bei dem Titel Zufall und Zusammenhang. Zufall ist Zusammenhang, das wäre der größte Widerspruch. Zufall und Zusammenhang lässt sich ja nebeneinander stehen. Zufall ist Zusammenhang, ist die größte Herausforderung, wenn man jetzt nachweisen könnte, dass es eigentlich gar keinen Zufall gibt und alles zusammenhängend ist oder dass nichts zusammenhängt und alles Zufall ist, also rein digital oder alles analog. Oder Zufall als Zusammenhang. Und damit haben wir uns entschieden, weil das jetzt auch gerade so ein bisschen überall modern ist, übereinander geschichtete Zufälle dann in einen neuen Zusammenhang zu sehen. Deswegen haben wir den Titel Zufall als Zusammenhang genommen. Und ich hatte das ein bisschen in der ganzen Geschichte nochmal nachgeschaut. Da hat sich die Menschheit schon immer eigentlich mit diesem Thema beschäftigt. Das ist also insofern nicht neu, nur jetzt wird man sich wieder damit auseinandersetzen. Und Leonardo da Vinci hatte zu seiner Zeit auch schon etwas gemacht, was wenige Zeitgenossen, würde ich mal sagen, damals überhaupt verstanden hatten, was er in der Malerei gemacht hatte, was er damit sagen wollte. Und heute stehen voller Überraschung die Leute immer noch in Paris und schauen die Mona Lisa an und denken, was stimmt da doch nicht? Irgendwie ist das, also ich verstehe dieses Lächeln nicht. Und ist das jetzt ein Zufall oder was soll das machen? Das ist jetzt 500 Jahre her, dass Leonardo das gemalt hat. Und wenn man genau analysiert, hat er erstens sehr genau gewusst, was er gemalt hat. Er konnte besser malen als alle seine Zeitgenossen, weil Fotos gab es damals nicht. Und jeder Maler wurde danach beurteilt, wie gut er denn die Realität abmalen oder abbilden konnte. Und das hat Leonardo als erstes gekonnt. Also darum konnte es eigentlich nicht gehen. Und diese Finessen, die jetzt heute so geheimnisvoll erscheinen oder so zufällig oder irgendwie so keiner so genau analysieren kann, stellt sich dann jetzt gerade neuerdings raus, weil das alles wieder genau untersucht worden ist, in welchen Schichten Leonardo da was gemalt hat. Und dann kommt er auf die Idee, zum Beispiel, dass er nicht einfach etwas reproduziert hat, wie ein Foto, sondern dass er seine eigenen Absichten, um eine gewisse Sache, die er zeigen oder einen Zusammenhang, den er darstellen wollte, abzubilden. Er hat zum Beispiel auf der Mona Lisa sehr viele Verfremdungen drauf gemacht, unter anderem das Weichzeichen. Ja, das war Weichzeichen, das ist heute im Computerprogramm auch drin, so dieses Diffuse. Ja, das hat er auf dem Bild verwendet. Dann hat er sich oben links eine Lichtquelle vorgestellt und hat den Schatten dieser Lichtquelle auf der Mona Lisa, den Hintergrund und so, abgebildet. Aber weil man die Lichtquelle nicht sieht und auf dem Bild auch keine ist, sondern er nur die Schatten so gemalt hat, als sei oben links eine Lichtquelle, ist das alles sehr subtil. Und da sind noch mehr subtile Sachen mit dem Lächeln und so an. Ich wollte damit nur sagen, man kann das jetzt sagen, oh ja, das ist Zufall, dass das alles so ist. Aber letztendlich ist es alles ein konstruierter Zusammenhang gewesen. Und einige von seinen Zeitgenossen haben das damals schon verstanden und andere Leute haben es bis heute noch nicht irgendwie so die Zusammenhänge gesehen und sehen das dann als Zufall. Und deswegen zu diesen drei Sachen, Zufall und als ist Zusammenhang, war das jetzt ein Beispiel aus der Geschichte. Und bei anderen Sachen ist es ja auch so,
Künstler entdecken durch Zufall etwas und Naturwissenschaftler entdecken auch durch Zufall etwas. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man sich lange mit Kunst oder Wissenschaft beschäftigt hat, dann ist etwas mit mal einfach, man denkt, es fällt vom Himmel, es ist ein Zufall, oder man sagt, es ist Intuition, oder ach, so ist das. Und dieses ist eigentlich dasselbe, was sowohl bei Künstlern als auch bei Naturwissenschaftlern auftritt. Dieses, man wird sich darüber klar, wie der Zusammenhang ist. Vorher sind das alles so Einzelteile. Wir haben hier so Datensammlung und da Datensammlung und ganz viele Töne irgendwie so. Wenn man das alles nicht so genau weiß, das ist dann ein Klavier oder irgendwie andere Stimmung, Bachsche Stimmung oder Ganztonstimmung oder gleichstufige Stimmung und so, dann denkt man, naja, ist das jetzt alles zufällig oder ist das ein Zusammenhang? Und natürlich ist es so, dass in der Kunst und in der Naturwissenschaft die Kriterien, was ist Zufall oder was ist Zusammenhang, noch insofern sich unterscheiden. Also dieser kreative Prozess ist meiner Meinung nach in der Naturwissenschaft und in der Kunst derselbe. Aber dann gibt es den Unterschied, jetzt mal ganz grob gesagt, in der Kunst kann man sich diese Freiheit einfach nehmen und niemand muss das reproduzieren. Natürlich gibt es so und so viele Malschüler von Picasso oder Leonardo, die das alle versucht haben, alles nachzumachen, was ihr Meister gemacht hat. Ja? Und insofern gibt es auch dieses Reproduzieren. Und in der Naturwissenschaft wird es nur anerkannt als etwas, was wirklich die Allgemeinheit anerkennt, wenn man sagt, es ist reproduzierbar. Und wenn es reproduzierbar ist, steht dahinter ein Gesetz, was dann definiert ist, und dann ist es im Kontext wieder ein Zusammenhang. Aber der Erste, der es entdeckt hat, kriegt Nobelpreis. Und das ist jetzt diese Gegenüberstellung, Zufall und Zusammenhang, oder wie diese beiden Sachen zusammenhängen. Und was ich jetzt dann gemacht habe, das war jetzt die Art Lecture, oder die Zusammenfassung der Art Lecture. Und was ich jetzt für heute vorbereitet habe, ist nur noch ein zweiseitiges Blatt, weil das andere war eine ganze PowerPoint-Präsentation mit 30, 40 Seiten. Und das haben wir jetzt alles zusammengefasst, diese Einzelheiten oder die Zufälle, wie man es auch nennt. Und auf der einen Seite haben wir von dem Blatt, wir können die nachher verteilen, und ich kann es auch noch allen hier signieren, das können wir zum Schluss machen. Auf der einen Seite ist abgebildet, was Dieter musikalisch gemacht hat. Das ist diese Seite von dem zweiten Blatt hier. Da geht es also einmal darum, Malachit ist sein Musikstück. Und wie er das komponiert hat, haben wir auch in dem Montagsgespräch ausführlich besprochen, habe ich hier grafisch zusammengefasst. Dies ist der eine Teil, eigentlich ein modulares Computerprogramm auf, ich sage jetzt mal, Subroutine-Basis, so habe ich das gelernt, war es mal fortran, aber dieses Programm ist in C geschrieben, von dem Pukette Miller, wie heißt er nochmal? Miller Pukette, also diese Reihenfolge da ist immer so, ich weiß noch nicht, was der Vorname ist, der Nachname. Der hat das Programm geschrieben. Und damit er überhaupt Computermusik machen konnte, waren ja die Voraussetzungen notwendig, dass man erstmal überhaupt einen Computer hat, um ein Computerprogramm für Musik zu machen. Und natürlich müssen dann diese Computerprogramme und die Hardware, die man herstellen muss, auf denen man sie laufen lassen kann, erstmal herstellen. Das passierte alles in den 50er Jahren. Und dann waren das die ersten Programme und die wurden hauptsächlich von hochkarätigen Musikern verwendet. Und die haben dann am Anfang erstmal so ganz kleine Vertönchen gemacht. Also dieses Mausi-Programm oder was weiß ich, weil mehr wollte der Computer nicht. Sowohl die Hardware nicht, als auch die Software nicht. Und dass überhaupt ein paar Tönchen rauskamen, das war dann diese Kombination oder der Zusammenhang eigentlich von Musik und Computer. Das ging dann zusammen, aber nicht gleich sofort, sondern erst so in Einzelteilen. Bis das alles aufgebaut war, hat natürlich eine Zeit gedauert. Sprich von 50er Jahren bis heute. Also das ist diese Subroutine. Und da sind jetzt 12 Subroutines drin. Und dann gibt es eben halt, wie haben wir das jetzt gesagt, da sind 27 Parameter insgesamt drin, die man programmieren muss und der Komponist auch programmiert. 3x9, 27 Parameter, weil jedes Metronom in dieser Metrobox hat einen eigenen Wert für Ton, Amplitude und Tempus. Also, das ist dieses große Ding oder der Hauptteil für das Computerprogramm. Dieter ist der Komponist, der hat es nach diesem Schema dieses Musikstück jetzt gemacht. Dieses ist die klassische Tastatur, könnte man jetzt sagen, vom PC. Oder was ein Komponist auf dem Piano spielt, wenn das jetzt diese bunten Sachen die Tasten sind
Und das ist der Lautsprecher, aus dem es rauskommt. Ja? Und dass diese jetzt nicht schwarz-weiß sind, wie aus dem Piano, sondern bunt, hat den Hintergrund, dass wir uns überlegt haben, welche einzelnen Frequenzen wollen wir denn nun in dieses Musikstück reinbringen. Das hat alles Dieter gemacht, aber hat mich gebeten, auszusuchen, welche Töne oder welche Frequenzen wir für dieses Musikstück nehmen. Und ich habe gesagt, okay, wenn wir jetzt Musik und Licht kombinieren wollen, dann ist das Beste, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Anzahl, dann nehmen wir einfach die Farben vom Lichtspektrum, also vom sichtbaren oder weißen Licht alles zusammen, aber dieses Rot, Grün, Gelb, Blau und Regenbogenfarben. Und die sind ja alle dokumentiert. Wir wissen von Frequenz sowieso ist Rot und von sowieso ist dann Orange und dann Gelb und dann Grün und dann Blau und dann die Ultraviolett-Geschichte. Und die sind hier jetzt abgebildet und in dem Programm als Frequenzen eingegeben, obwohl ich sie rausgesucht hatte als Nanometer aus dem Internet. Und wir haben also quasi einen Zusammenhang geschaffen von diesen zwei unterschiedlichen Welten, also der Lichtwelt und ihren Frequenzen in Nanometer, und haben sie, weil die Musik in Frequenzen und das Licht über Wellenlänge und Nanometer ist, haben das kombiniert. Und die Kombination von diesen zwei Mengen ist durch die mathematische Funktion 1 durch x zusammen, der Zusammenhang hergestellt. Also, wenn ich die Wellenlänge vom Licht in Nanometer reziprok, sprich mit 1 durch x der Funktion, abbilde auf die Töne, dann haben wir wunderbarerweise gesehen, und das hat Dieter wunderschöne Grafiken, sind jetzt aber nicht dabei, wo man dann sehen kann, dass durch diese mathematische Abbildung, so nennen die Mathematiker das, eben halt eine Menge auf eine andere Menge abgebildet wird. Und der wahnsinnig tolle Vorteil ist, dass durch diese Funktion 1 durch x oder das Reziproke von Wellenlänge und Frequenz tatsächlich genau dann diese Töne in eine Oktave fallen. Und das war ja die große Überraschung, hat also Dieter entdeckt, sag ich mal so, oder kam jetzt bald dabei raus, dass wir dieses Projekt gemeinsam gemacht haben. Und dadurch haben wir diesen wunderschönen Zusammenhang herstellen können. Okay, und um das Ganze jetzt, sagen wir mal, in die nächste Kunstkategorie abzubilden, habe ich jetzt, weil das war jetzt Mathematik und das Licht und der Ton, und jetzt haben wir noch da drauf gelegt quasi die Poesie. Und deswegen habe ich ein kurzes Gedicht geschrieben, und das ist die zweite Seite von diesem Text. Und dieses Gedicht fasst das alles zusammen, was ich jetzt eben gesagt habe, in poetischer Form. Und den Stein, das ist ein echter Malachit von einer Goldschmiedefrau, die im Laden hier in der Theresienstraße hat, mit dem Berlin. Und den wollte ich euch in echt zeigen, diesen Malachit, der jetzt rumgeht, zum Angucken für jeden. Und ich lese jetzt einfach diese eine Seite Gedicht. So. Zufall als Zusammenhang. Ein Stein im Einstein. Am 7. Oktober 2017. Ein Zufall der Natur. Ein Mineral. Basisches Kupfercarbonat. CO2, OH2, CO3. Monoklin, prismatisch. Beta 98,7 Grad. Z gleich 4. Raumgruppe P21-A. Das ist die Beschreibung der Naturwissenschaft. Grün. Alle Schattierungen von blassem Grün bis dunkelgrün. Erdig. Porös. Spröde. Undurchsichtig. Marmoriert. Schillert wie ein Chamäleon. Der Malachit. Pleochroismus. Doppelbrechung des Lichtes. Delta gleich 0, Theta. Theta gleich 0,254. Gewiss. Die Toleranz verlangt, dass man Glaubensunterschiede respektiert. Aber schon Leonardo da Vinci hat vorausgesagt, dass in dem Maße, wie die Wahrheit besser bekannt werde,
allgemeine Übereinstimmung an die Stelle der partikulären Meinungen treten würde. Zitat von Thomas Mann, 1945. Malachit, ein Zufall? Im Einstein erklingt eine elementare Musik. Malachit als Klangerfindung. Reine Computermusik. Kein pythagoreisches Komma. Einfach digital. Ein Klang entstanden aus dem Spektrum des Lichtes. Von Rot bis Violett. 710, 620, 585, 530, 460, 405, 290, 125 Nanometer. Abgebildet reziprok als Frequenzen. Zusammenhang von Licht und Ton, Energie und Materie. Zusammenhang ist Klang. Zusammenhang von Klang und Zeit ist Musik digital. Malachit elementar. Das war jetzt die Poesie noch dazu. Wie gesagt, diese Blätter habe ich hier zum Verteilen, wer gerne eins haben möchte, kann es dann später kriegen. Aber jetzt hören wir erst den nächsten Teil. Also ich spiele dieses Malachit-Stück nachher am Schluss sowieso in der Nachbarhalle ein. Also da kann man das nochmal hören. Also ich würde die Zeit jetzt sparen, dass wir weiterkommen, weil ich Probleme habe mit den Ulmern. Die müssen irgendwann einen Zug erreichen. Und wenn wir jetzt hier das noch hinten dranhängen, dann wird das immer länger und länger. Nochmal 5 Minuten und dann ist der Zug weg. Da sieht er nur mit dem Schlusslicht da hinten. Also wir machen jetzt, glaube ich, Jörg, jetzt bist du dran. Bitte um die Pause.